In den letzten Jahren hatten wir im Europaparlament sehr viel Streit über die Handelspolitik. Sozialdemokraten, Konservative und Liberale haben gemeinsam immer neue Freihandelsabkommen auf den Weg gebracht, mit Kanada, mit Singapur und jetzt zuletzt mit den Vereinigten Staaten. Wir Grünen haben dazu eine andere Position. Für uns gehen Verbraucherschutz, Umwelt, Menschenrechte und ökologische Regeln vor immer weiterem Freihandel. Jetzt macht sich Herr Schulz zum größten Kritiker des Freihandelsabkommens mit den USA, weil es jetzt ein öffentlich kontroverses Thema geworden ist. Und dazu gibt es doch einige Dinge richtig zu stellen. Wenn das so ist, brauchen wir keine Sondergerichtsbarkeit, sondern dann wird es bei Handelsstreitigkeiten Klagen geben von ganz normalen Gerichten. In einer Demokratie spricht ein Richter Recht im Namen des Volkes. Ich frage mich, in wessen Namen eigentlich dort ein Richter Recht sprechen will. Deshalb ganz klar, Sondergerichtsbarkeit wird es nicht geben. Herr Schulz macht sich hier zum Kritiker der Schiedsgerichte und der Konzernjustiz. Leider war es so, dass im Rat der Mitgliedsländer die Minister von Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten das Verhandlungsmandat gemeinsam beschlossen haben. Und dieses Verhandlungsmandat enthält genau diese Schiedsgerichtsbarkeit, die im Grunde Staaten zu Opfern macht, wenn sie höhere Umwelt-, Sozial- und Verbraucherstandards beschließen. Im Europaparlament wurde mit der gleichen Mehrheit von Konservativen, Liberalen und Sozialdemokraten dieses Verhandlungsmandat mit der Konzernjustiz gutgeheißen. Und deshalb ist es nicht glaubwürdig, wenn Herr Schulz sich jetzt so eindeutig dagegen positioniert, nachdem seine Sozialdemokraten das alles im Streit mit uns mitgetragen haben. Zunächst mal ist es so, dass die Verhandlungsinhalte, das sogenannte Verhandlungsmandat, öffentlich gemacht werden muss. In einer Demokratie hat das Volk Anspruch darauf zu wissen, worüber verhandelt wird. Deshalb ist die erste Forderung, dass dieses Mandat öffentlich gemacht wird. Man hat einen Anspruch darauf zu wissen. Sagen Sie jetzt oder haben Sie es schon mal ein paar Mal gesagt? Weil über das Ding wird ja schon seit Juli 2013 verhandelt und da waren Sie auch schon im Amt. Ja, aber ich bin der Präsident des Parlaments, in dem am meisten darauf insistiert wird, dass dieses Mandat veröffentlicht wird. Martin Schulz tut ja so, als würde er als Kommissionspräsident Transparenz schaffen. Dabei haben wir das längst getan. Vor 2 Monaten haben wir das Verhandlungsmandat zum EU-US-Freihandelsabkommen ins Internet gestellt. Jeder Bürger kann das jetzt nachlesen. Insofern vielen Dank, Martin. Es geht darum, dass wir ein Abkommen, das es noch nicht gibt, wenn es es geben sollte, so gestalten, dass die Verbraucherschutzstandards, die Gesundheitsstandards, vor allen Dingen unsere datenschutzrechtlichen Standards nicht unterminiert werden. Das ist mein gesetztes Ziel. Viele Befürworter des EU-US-Handelsabkommens TTIP werden jetzt nervös und erklären, wir werden keine Standards in Europa opfern oder absenken. Es geht aber nicht nur darum, ob die Standards abgesenkt werden. Wir wollen als Grüne höhere Standards. Wir wollen zum Beispiel aus der Massentierhaltung heraus. Es kann doch nicht sein, dass die europäische Demokratie sich einmauert auf einen einmal vereinbarten Standard mit den Vereinigten Staaten. Es geht nicht darum, dass Standards nicht abgesenkt werden. Es geht darum, dass die europäische Demokratie frei bleibt, zu entscheiden, unter welchen Bedingungen Produkte hergestellt werden, die auf den europäischen Markt kommen. Das muss bei Verbraucherschutz, bei Tierschutz, bei Umweltfragen, bei Gesundheit und sozialen Rechten auch in Zukunft gelten. Das Europaparlament muss die Möglichkeit erhalten, europäische Bürger besser zu schützen, auch ohne in den Vereinigten Staaten vorher um Erlaubnis fragen zu müssen.